Ganz schnell weiter. So, hier sagen wir schon mal, ist Bereich Nummer 1. Hier dürft ihr den Wurm das erste Mal hauen. Na, wo bleibt er denn? Ach, da ist er ja schon. Mach ich mit Auto-Tag oder Combo, weil der drückt nicht gerade wenig Schaden. Ah, ich versuch's mal mit Auto-Tag. Muss ich halt die ganze Zeit Pop-Taste drücken. Eher gesagt, ich habe es auf Maus gelegt. Das ist das Schöne bei dem Cover. Man kann sich alle Nummern, alle möglichen Befehle, die es gibt, auf Tasten belegen. Wir haben endlich, das haben sie auch nach sehr, sehr langer Zeit endlich eingefügt, worüber ich dann sehr glücklich war, diese Makros. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil der hat nicht gerade wenig HP. Hässiger Wurm, ja. Ja, das Problem ist bei dem Wurm, das Problem ist gleich, ja, Problem eigentlich nicht. Es gibt eine kleine Falle. Nein, nicht. Falsch, Skill. Das ist wie früher am Anfang passiert, weil ich nicht wusste, was danach passiert. Und zwar, sobald man diesen Wurm, ich sag mal, den ersten Wurm kaputt gehauen hat, muss man ganz schnell zurück. Man könnte nämlich jetzt auch hier stehen bleiben und es passiert nichts. Der andere Wurm, ja, man sieht das hier scheiße, man kann die Kamera scheiße drehen. Auf der linken Seite kommt nämlich der andere Wurm und geht durch. So, und sobald der nämlich schon durch ist, seht ihr nur halt das hintere Ende. Und dann denkt ihr auch, hä? Also habe ich gedacht, hä? Und jetzt? Ja, keine Ahnung, bin ich da reingelaufen, war sofort tot. ihr könnt auch, wenn ihr den kaputt gemacht habt, könnt ihr auch nicht zurück, dann seid ihr auch sofort tot. Deswegen, sobald er nämlich tot ist, sofort nach hinten abhauen. Wie gesagt, ihr müsst ganz zum Anfang zur Dungeon. Also am Anfang der Dungeon. Och man, komm schon, du Mistvieh. So, zwei SP-Balken. Wie langt das? Das wollte ich mal überlegen. Ja, nicht verlängern am besten. Ach, ich gönne mir mal ein Schnüffchen. Ach, und eine Zigarette mache ich mir auch gleich noch an. Einmal noch VD-Waffen. Na, stirbt er jetzt? Ich drehe mir immer die Kamera extra so hin, dass ich den Weg habe, den Blick habe, damit ich sofort, ja, jetzt, sofort langs laufen kann. Die nächste Barriere. Wie gesagt, ob man unendlich Zeit hat, um die Teile kaputt zu machen, weiß ich nicht. Ich habe es nie wirklich getestet. Ja, ganz schnell durch. Seid ihr wieder am Anfang. Rechts oder links? Ich gehe immer noch auf die linke Seite, in die Ecke, am besten. Also ein bisschen näher ranzoomen, sonst bin ich an der Wand. So. Na, so. Ja, am besten mache ich jetzt Battle Mode on und da ist der Wurm. So. Bei dem Wurm ist jetzt echt Vorsicht zu genießen, weil der haut so eine Art, eine Attacke raus, da ist jeder, egal ob ein Vorschild, der ein AOD da steht, mit über 3000 Defense, Entschuldigung, der ist dann sofort One-Hit. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was zum Henker? Ah, jetzt. Also ich mache meinen Trick immer, und zwar, ich achte hier unten auf den Chat. Jetzt HP Damage on you. Sobald er irgendwie steht, down the ground oder so ein Shit, weiß ich sofort Bescheid, sofort weglaufen. So wie jetzt. Weil jetzt kommt nämlich seine
So, und sobald ihr euch das getroffen hätte, wäret ihr sofort tot. Gut, das war Nummer 1, den ich schon mal glücklicherweise ausgewichen habe. Ja, der erste of you balance, weiß ich nicht, der haut entweder down oder haut einen Stun raus. Und Stun ist richtig gemein, weil der Stun, wenn ihr gestunt seid, könnt ihr, wie ihr wisst, euch nicht bewegen. Und der hält 20 Sekunden an. Und das ist richtig gemein manchmal. Aber bis jetzt, glaube ich, lang zwei Battle Modes, wenn ich das so mache. Wenn ich es auch so kriege, weil dann weiß ich, wie ich das jetzt immer mache. Jetzt weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Ein Leck, okay. Noch ein Leck. Ich habe Angst. Ah, genau das wusste ich. Jetzt kommen die ganzen Mistkleinen Würmchen. Meine Battle Mode ist noch nicht ready. Oh, down off the ground, genau. Jetzt habe ich einen Stun. Scheiße. Und die Würmer machen nicht viel, gerade wenig Schaden. Oh, bitte. Bitte nicht. Scheiße. Potte. Oh. Potte schneller. Oh, Stun ist weg. Oh. Okay, das ging nochmal gut aus. Die haben gut gemisst, glaube ich. Hab nicht drauf geachtet, aber manchmal, boah. Ja, am besten unten noch einen Chat abziehen. Ja, okay, boah. Okay, der muss ich gerade weglaufen. Oh, der Käfer. Das ist scheißegal. Ja, macht er noch eine oder hört er auf? Ja, okay, boah. Vielleicht habe ich Glück. Ich habe auch schon oft Glück gehabt. Ja, so. Nein. Wow. Schwein gehabt und ich habe schon wieder einen 20 Sekunden Stun. Boah, das war knapp, ey. Der hätte mich fast erwischt. Oh. Schreck, lach mir auf. So, und jetzt stirb, du Mistvieh. Und down. Ja, wie gesagt, da ist dann die Kiste. Na toller Drop. Abgekauft immerhin. Wenigstens kein Scheiß irgendwas, was Account Binding ist. Oder Character Binding eher gesagt. Was ich da nicht anziehen kann. Ja, jetzt gibt es nichts mehr zu tun in der Dungeon. Einfach hier klicken, dann ist die Dungeon zu Ende. Ja, das war's von der ersten Solo-Dungeon. Was würde ich dann als nächstes reinstellen? Ich glaube Lost Island mache ich. Diesmal mache ich Lost Island. Ja. Und nicht alleine. Wie gesagt, Lost Island alleine. Wenn das jemand schafft, dann ziehe ich mal einen Hut vor euch. Also dann nur Respekt. So, wie gesagt, ich beende jetzt hier mit die Dungeon und auch das Video sozusagen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten. Ja, das war sogar hart, wie ihr gesehen habt. Und auch für alle Forceblader, die jetzt auch zugucken. So mache ich das immer. Vielleicht gibt es auch andere Tricks, keine Ahnung. Ja. Also, dann sage ich mal bis dann.